Hallo und willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe Deutsch lernen. Heute möchte ich euch kurz zeigen, was trennbare und untrennbare Verben sind, was der Unterschied ist, was du lernen musst und dann habe ich noch eine kleine Übung für euch. Zunächst mal, trennbare und untrennbare Verben entstehen dadurch, indem wir an einfache Verben Vorsilben dran setzen und die sind entweder trennbar oder untrennbar. Wir haben ein Beispiel. Ein einfaches Verb ist zum Beispiel halten oder kommen. To hold oder to come auf Englisch. Und wenn ich jetzt eine Vorsilbe davor setze, dann ändert sich die Bedeutung. Behalten, to keep. Ankommen, to arrive. Also zwei unterschiedliche Bedeutungen zu halten bzw. kommen. Ich behalte das T-Shirt, I keep the T-Shirt. Der Zug kommt pünktlich an, the train arrives on time. Der Unterschied zwischen den beiden ist, einmal betone ich das Verb halten, behalten. Und einmal betone ich die Vorsilbe, ankommen. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay. Ankommen. Manchmal können die Vorsilben aber betont oder unbetont sein. Zum Beispiel das Verb fahren. Und ich habe zweimal die Vorsilbe um. Einmal wird sie betont und einmal nicht betont. Beim ersten Beispiel umfahren ist das Verb und das andere Verb umfahren. Was bedeutet das jetzt? Umfahren. Ich umfahre den Baum. Ich fahre um den Baum herum. Umfahren. To go around vielleicht. To circle. To go around. Und das andere, ich fahre den Baum um, heißt I run down the tree, glaube ich. Also, das heißt, ich fahre den Baum um. Ihr seht auch, bei umfahren steht das um vor dem Verb, weil es ein untrennbares Verb ist und die Vorsilbe immer dort bleibt, wo das Verb ist. Bei einem trennbaren Verb wird das Verb an die zweite Position gestellt und die Vorsilbe wandert ans Satzende. Das müsst ihr wissen. Und jetzt noch zu dem, was ihr auch wissen müsst, weil die Frage ist jetzt, wie kann ich mir das merken? Es gibt viele Vorsilben, die sind immer trennbar. Also das heißt, wenn ihr ein Verb habt mit ab, an, auf, aus, bei, da, ein, hin, her, los, mit, nach, her, hin, vor, weg, zu, zurück. Dann ist es immer ein trennbares Verb. Zum Beispiel ankommen. Ich komme an. Ja, oder weg, weglaufen. Ich laufe weg. Zurückgehen. Ich gehe zurück. Immer trennbar. Es gibt aber auch Vorsilben, die sind immer untrennbar. Zum Beispiel entergehintermissverzerr. Zum Beispiel vergessen. Ich vergesse es. Hinterlassen. Ich hinterlasse das. Erlauben. Er erlaubt es mir. Immer untrennbar. Aber, und das habe ich gerade schon gesagt, es gibt auch welche, die sind trennbar oder untrennbar, je nachdem, wie sie betont werden. Das ist durch, hinter, über, um, hatten wir gerade, unter, voll, wieder und wieder. Wieder ohne E, gegen, wieder, noch einmal mit E. Gut. Das solltet ihr definitiv lernen. Wir schauen uns mal noch ein paar Beispiele an für
betonte Verben oder für betonte Vorsilben durchmachen. Ja, wenn ich die ganze Nacht durchmache, ich mache die ganze Nacht Party, schlafe nicht, er machte die ganze Nacht durch. Das Durch wandert an das Ende, die Vorsilbe. Unbetont, durchsuchen, to search someone. Der Polizist durchsuchte mich. Es ist ein nicht trennbares Verb. Überkochen, die Milch kocht über. Ja, das ist schlecht, denn dann gibt es keinen Brei. Übersetzen, er übersetzt den Text. Nicht trennbar. Übersetzen und überkochen. Umstellen und umstellen. Er stellt seine Möbel um. Es gefällt ihm nicht, wie seine Möbel in der Wohnung sind. Er stellt sie um. Er ändert, wie seine Möbel dastehen. Umstellen. Die Polizei umstellte das Gebäude. Die Polizei platzierte sich um das Gebäude herum. Umstellen. Unterschiedliche Bedeutungen. Und je nachdem, betont oder unbetont. So, und jetzt natürlich funktioniert das Ganze auch im Perfekt. Wir hatten gerade durchmachen. Wenn ich ein trennbares Verb habe, dann ist das Partizip nicht durchmacht, sondern durchgemacht. Das heißt, ich muss immer dieses G zwischen die Vorsilbe und das Partizip setzen. Er hat die ganze Nacht durchgemacht. Bei unbetonten Verben bzw. Vorsilben durchsuchen, die Polizei oder der Polizist hat mich durchsucht. Ohne G im Partizip. Überkochen, die Milch ist übergekocht. Und übersetzen, er hat den Text übersetzt, ohne G. Und umstellen, er hat seine Möbel umgestellt. Und umstellen, die Polizei hat das Gebäude umstellt, nicht umgestellt. Das wären ganz unterschiedliche Sachen. Ja, das sind die Dinge, die ihr wissen müsst. Und jetzt schauen wir uns eine kleine Übung an. Ergänze bitte die Verben. Und wenn hier nicht steht perfekt, dann machst du bitte Präsens. Wenn hier steht perfekt, dann bitte im Perfekt. Das Hilfsverb einsetzen und das Partizip perfekt. Wir machen mal ein Beispiel zusammen. Der Zug nach München. Abfahren um 11.47 Uhr. Heißt es abfährt um 11.47 Uhr oder fährt um 11.47 Uhr ab? Ja, es ist ein trennbares Verb, deswegen fährt um 11.47 Uhr ab. So, und jetzt würde ich sagen, nimmst du einen Zettel, schreibst oder ein Papier, schreibst dir die Nummern 2 bis 13 auf und die richtigen Verben. Das zweite Verb ist zum Beispiel im Perfekt. Das heißt, da muss ein Hilfsverb sein, haben oder sein und bekommen im Perfekt. Okay, also dann stopp das Video, ergänze die Verben für diese 12 Übungen und dann lässt du das Video weiterlaufen und wir schauen, ob du alles richtig hast. Gut, du bist soweit. Wir machen weiter mit Nummer 2. Bekommen im Perfekt. Also das heißt, es muss auf jeden Fall das Hilfsverb. Er hat eine gute Note bekommen. Es ist ein nicht trennbares Verb. Mein Bruder kommt in Frankfurt an. Das ist wiederum ein trennbares Verb. Bekommen, nicht trennbar und ankommen ist trennbar. Ich
Räume meinen Schreibtisch jeden Tag auf. Auch das ist ein trennbares Verb. Der Student hat einen Antrag ausfüllt oder ausgefüllt. Es ist ausgefüllt, weil es auch wieder ein trennbares Verb ist. Dann beibringen im Perfekt. Ich habe meinem Freund das Gitarrespielen beibracht oder beigebracht. Es ist beigebracht, weil es ein trennbares Verb ist. Beibringen. Einmal pro Woche kaufe ich für meine Großmutter ein. Auch das ein trennbares Verb. Er hat ihr immer vergetraut oder vertraut. Es ist vertraut, weil es ein nicht trennbares Verb ist. Die Party geht nicht vor Mitternacht richtig los. Und dann, er hat sie vor Freude umarmt. Ein nicht trennbares Verb. Mitmachen. Hast du bei der Exkursion mitgemacht, weil es wiederum trennbar ist. Weil ich gestern krank war, hole ich die Prüfung am Freitag nach, auch hier trennbar. Und meine Eltern sind noch eine ganze Weile dageblieben, auch hier ein trennbares Verb. Ja, ich hoffe, du hattest alles richtig. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Erfolg beim Deutschlernen.